Tokyo Ghoul habe ich schon fertig. Da bin ich sogar bei der aktuellen Staffel dran. Und Zero of the End, das lief letztens sogar auch noch auf ProSieben Max. Aber wollte ich noch mal von vorne schauen, weil ich nicht jede Folge mitbekommen habe. Ja, das sind auch ziemlich gute Animes, gebe ich recht. Kleiner! Geh weg! Yeah, we win. No sign of those train tracks anywhere. They must be hidden behind one of those doors. See if you can find a way to get them open. All right, let's find the key. Schau wieder. Found something. Ach, das ist das. Okay. Ich schaue ja momentan meine Anime-Serien auf Anime On Demand und Crunchyroll. Ich schaue sogar momentan die aktuelle Serie von Yu-Gi-Oh! Und muss sagen, die ist noch nicht mal schlecht. Zumindest viel besser als die letzten beiden Serien da. So. Schon wieder so ein Urso. Oder wie die Viecher auch heißen. Ah. Ach, ich hab doch Ult! Alter, was hast du für eine Range? Was ist los mit dir? Oh Gott. Aura low. Alter, bitte was? Hier, friss. Ah, damn it. Da kommt gleich der nächste. Nach 5Ds kam auch erstmal nichts Gutes. Stimmt, Sechsel war doof. Arc 5 fing gut an, war aber dann hinterher doof. Aber Reigns hat schon wieder so mehr diesen 5D-Touch. Mehr dieses Ernstere wieder. Wie kann man da entkommen? Was ist das? Was ist denn los mit dir? Oh, gotcha. Was? Ich hab's überlebt? Ich hatte doch keine Aura mehr.
Alter, hörst du mal auf, mich zu kratzen? Weißt du, dass das wehtut? Oh Gott. Oder soll der Fels mich nur stunnen? Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass der Fels mir wehtut. Haben wir einen Schlüssel? Zerstörungswut! Obwohl, ich habe ja ein Deck aufgebaut, was halt auch die Pendelbeschwörung beinhaltet. Und sie hat viel interessantere Monster drin als das, was der Main-Charakter benutzt hat. Also die Beschwörung an sich fand ich nämlich mega. Und jetzt durch die neuen Regelungen wird das sogar noch mal entschärft. Alter, das Spiel ist irgendwie viel zu laut, habe ich das Gefühl. Ah. So. Ach, die Musik, die stört ja nicht so. Aber die Effekte, diese Übel. Na, perfekt. Obwohl es jetzt ein bisschen zu leise, ach egal. Die Effekte dürfen nicht zu laut sein. Naja, das mit den Nummern aus Sex, das war auch merkwürdig. Was haben wir denn da? Dr. Uba, do you see this? This temple looks like it's being used as a temporary storage facility for Grimm, of all things. This is quite the discovery. Sieht aus wie so ein Forschungslabor. Noch schon wieder Wellen? Oh Gott. Tut mir doch nicht weh. Ich müsste auch mal ein paar Gegner mit Schusswaffen töten, weil dann kriege ich auch eine andere Fähigkeit. Oh Gott! Du meinst das PS4 von... Ah! Das PS4-Spiel von Yu-Gi-Oh! Ja, das habe ich. Aber ich fand die Übersetzung so grauenhaft. Boah. Ah! Ah! Hilfe!
Welle 3. 8 Gegner. Und weg mit dir. So, platzt. Ja, das stimmt. Ich würde mir aber wünschen, dass die noch so ein Yu-Gi-Oh! Halt für die PlayStation raushauen. Oder halt nicht so viele DLCs raushauen, sondern immer so ein DLC, was halt die komplette neue Serie beinhaltet oder so. Weil ich würde gern nämlich die ganzen DLC-Dinger von Yu-Gi-Oh! Mal spielen. Na, er scheint wirklich gegen die Waffe allergisch zu sein hier. Kriegt ordentlich Schaden. Oder irrt das? Au! Nein! Nachdem kommt noch ein Gegner, willst du mich verarschen? Da oben ist ein Artefakt. Also mein Pendeldeck habe ich im Real Life. Ich glaube, um das Pendeldeck im Yu-Gi-Oh! Spiel zu bekommen, müsste ich das DLC laden, weil das ist das Deck von diesem, aua, von diesem einen Lehrer da. Das Geile an diesem Deck ist nämlich, der hat alle Beschwörungen drin. Pendel, Fusion, Synchro, Exis. Ach du Scheiße, da kommt der Griechste. Willst du mich verarschen? Nein, das hätte ich sogar mit Kreis abwehren können. Lass das. Das tut weh. Kann ich hier irgendwie... Nö. Komm, komm, komm. Oh Gott! Alter! Der ist wirklich am besten mit Schusswaffe zu besiegen hier. Und dann noch eine Ulti hinterher. Oh shit! Ich dachte, er wäre gelähmt. Yeah. Jawohl. Good job, Team. Ich denke mal, ich werde auch irgendwann mal Yu-Gi-Oh! Weiterspielen. Ich glaube, ich habe die Story nämlich auch noch nicht durch. Great job, you made it to the ship. I may need you to get a closer look to see what kind of cargo they're carrying. But be careful not to be spotted. Who knows what kind of security they have. Check out that open container!
Oh. Look what I found! Team! Where are you? Report in! Students! Please! Oh dear. Ospen's not going to be happy about this. Der soll sich nicht so anstellen.